So, das waren klare Worte, musste mal gesagt werden. Ja, ich wollte heute relaxen, deswegen lasse ich es jetzt auch mit dem Thema. Das hat mich nur gewundert, weil... Ja, aber das erklärt vieles, was ich auch schon selbst erlebt habe. Als Arbeiter bist du halt eine arme Wurst. Wenn du ein Reicher bist, dann hast du es bei uns im Moment gut. Und da lasse ich es jetzt wirklich dabei. Oslpie, Klappe halten. Würde ich aber auch mal sagen, ich komme ja gar nicht mehr zu Wort. Ja, wieso? Was brennt dir denn auf der Seele, Wyatt? Zum Beispiel, dass ich schon seit 2 Wochen keine verdammte Flasche Whisky mehr in den Händen hatte. Ja, Wyatt, der Sendeplan, der ließ es nicht anders zu und ich fahre nicht extra nochmal in den Netto wegen dir. Da musst du halt mal zu deinem Nachbar Seamus gehen oder ist es vielleicht schon wieder der Onkel, der auch gleichzeitig dein Bruder ist oder so. Meine Familienverhältnisse gehen dich verdammt nochmal einen Scheißtrack an. Gespräch beendet. Boah. Hier kommen jetzt wieder genug Fragmente. Das ist schön, also die da rechts baue ich noch ab. Also dieses kleine Häufchen hier und die da drüben. Und dann beam ich mich mal hoch. Jetzt müssten wir ja schon über 300 sein, oder? 324 sogar schon. Aber wenn ich die jetzt gerade schon mal so schön arglos da liegen sehe, im Stein schlummern, dann gehe ich doch ganz einfach schelmisch dran und grappe sie, wenn sie es gerade nicht erwarten. Da unten wären auch noch Diamanten, also zumindest einer, aber die treten ja oft dann doch in so kleinen Clustern auf. Nee, der ist wirklich allein, okay. Schade. Zu den ganzen 300 Kernfragmenten hätte ich jetzt gern auch noch so ein paar Diamanten mitgenommen. Aber so oder so, wir haben kräftig was geschafft. Das ging ja lang genug jetzt. Kommt in meine Tasche. Auch die Blaststones, gezwungenermaßen. Ach, fuck. Ja, wir müssen unbedingt neue Wyatt Snacks machen. Aber die 15, die reichen auf jeden Fall für heute noch locker. Ach, ich habe ja gesagt, ich will auch einmal immer mindestens über die Farm gehen, aber da wollte ich ja eh am Ende des Videos hin. Dann können wir da auch wieder eine kleine Abernte machen. Dann haben wir was auf der Tasche. Haben unser Tagessoll erfüllt. Ihr kommt auch mit, verdammt. Das wäre ja noch schöner. Die Ärzte verweigern die Kooperation, haben eine Gewerkschaft gegründet, legen einen Warnstreik ein, weil sie nicht 2 Zentimeter mehr Platz in der Truhe kriegen und so. Ach, oh Gott, oh Gott. Da hätten wir dann ganz schöne Probleme. Und die Stahlbachen könnten auch noch in die IG Metall gehen. Starbound, das ruhige Spiel. Das, wenn man dann kämpfen muss gegen Boss, nicht so ruhig, ist okay. Gebe ich zu. Ja, aber das habe ich jetzt die Woche mal gebraucht. Einfach auch mal wieder so ein Spiel. So ein bisschen abschalten, einfach nur ein bisschen das Zeug suchen. Also ich hoffe, für euch ist es genauso entspannt wie für mich. Das wäre mein Wunsch. Und natürlich soll es aber trotzdem ein bisschen lustig oder interessant sein. Eins von beidem, idealerweise natürlich beides kombiniert. Okay, das soll mir mal reichen. So, dann müssen wir das jetzt umarbeiten in Upgrade-Module. Ach, den Flammenwerfer haben wir jetzt auch noch nicht groß verwendet. Doch, ich sehe gerade die Gnome, nee. Ach komm, die kommen in die Kiste. Hoffentlich verderben die nicht. Hallo Pupsi. Wir haben nichts Neues zu fressen dabei, aber... Und da ist ja auch noch, ja genau, die Dornenfrüchte. Die mag er ja. So, haben wir überhaupt was zu essen dabei? Ein Fleisch haben wir dabei. Sonst noch was? 19 Pilze, Beakseed. Hanging Basket. Oh ja, den muss ich unbedingt einscannen. Den hatten wir ja noch nicht. So, hier nebendran haben wir ja diese ganzen neuen Zutaten gesetzt. Genau. Und auch die alten. Die Auto-Chips kann man da auch hinpacken. Manipulator-Module, haben wir die alle aufgebraucht oder habe ich die hier noch nicht einsortiert? So oder so, ich habe geschlampt. Komm, Bandit's Head, das ist schon lange aus der Mode. Die Blaupausen, die werden wir bestimmt in irgendeiner anderen Kiste noch unterbringen können. Hier sind die Bäumchen, genau. Ordnung muss sein. Waren hier nicht noch die Teleporter-Cores? Doch, irgendwo, ja, da sind sie, genau. Das soll hier ja nicht alles querbeet durcheinander liegen, so wie ich es früher eigentlich gemacht hatte, so ganz am Anfang. Das hat das Auffinden bestimmter Sachen erschwert. Die Seile hatte ich woanders. Das hier darf... Also die Gießkanne muss wieder dahin. Wobei, mit ein bisschen Glück brauchen wir die bald nicht mehr. Grins, grins, zwinker, zwinker. 2 Module haben wir auf dem Weg gefunden. Okay. Die Erze habe ich immer noch da oben drin. Ich vergaß. So, 500 Core Fragments. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. So, wir haben doch noch andere Mineralien. Ja, wir brauchen natürlich 32 von den Diamanten. Da muss ich gleich mal schauen, wie viel wir von denen insgesamt haben. Die waren ja in der anderen Kiste, stimmt, oder? Ja, doch. 126 Stück haben wir dann also noch auf der Tasche, das ist nicht schlecht.
Also machen wir erstmal einen Aufstieg nach dem anderen. Wie viel brauchen wir denn? Condor-Klasse braucht 10. Kestrel-Klasse braucht 4. Ach, hat man noch nicht mal das. Braucht 6 und dann braucht das 8, ne? Jo. Okay, 8 plus 6 plus 4. Brauchen wir mindestens 18 Upgrade-Module. Das wird schon entsprechend teuer sein. Braucht ja auch Diamanten. Ah, ja. Ach, da gehen uns ja jetzt wieder welche verloren. Boah, kacke. Ja, aber damit hätte ich rechnen müssen. So, machen wir also erstmal 18. Es reicht nur für 16. Naja, okay, da kriegen wir die ersten Upgrades. Kriegen wir noch ein paar neue Missionen mit ein bisschen Glück. Die können wir dann auch zwischen reinschieben. So, 4 Upgrade-Modules. Wunderbar. Der Weltraumhase Heimwerk hat wieder. Und jetzt natürlich hier Falcon Class. Wunderbar. Toll, toll, toll. Wenn es nur nicht so teuer wäre. So, und jetzt haben wir wie viele Module noch? 8, aber wir brauchen 10 oder brauchen wir 8? Boah, das reicht gerade so. Wow, Glück gehabt. Fett. So, ist das Schiff jetzt einen länger geworden? Ich weiß nicht, hat man diesen Anhänger schon? Wenn nicht, haben wir ihn jetzt. Ta-da-da-da. So, okay, dann legen wir die 21 Fragmente, die wir jetzt haben, zurück. Oh, dann müssen wir aber nochmal auf die Suche gehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Und dann gibt's ja immer noch die Lizenz, die wir erst für 32 Diamanten kriegen. Oh, dann bleibt uns von unserem Vorrat ja eigentlich kaum noch was übrig. Wir sind jetzt gerade aus der Mine raus und müssten eigentlich schon wieder rein. Im Moment bleiben dann 78 Diamanten übrig. Das ist dann doch nicht mehr so die Welt. Leiderstens. Mann, und ich dachte, wir könnten das jetzt endlich hinter uns lassen, dieses Untertagegebuddel. Weil das hat ja jetzt doch geraume Zeit gefressen, überhaupt diese Kernfragmente zu finden. Jetzt müssen wir eigentlich wieder runter und auch gerade noch nach Diamanten suchen. Boah, das wird nicht angenehm, das wird nicht angenehm, aber es bleibt nicht aus, wir müssen es machen. Irgendwann werden wir auch bestimmt wieder genug davon haben. Von diesen ganzen Edelsteinen und Erzen und was auch immer da unter der Erde wohnt. In ein paar Monaten lachen wir drüber und sagen noch, weißt du noch, vor ein paar Monaten, wie wir da unter Tage mussten, nach Kernfragmenten und Diamantenschiffen, was sind wir denn, arme Leute? Außer natürlich, Wyatt hat wieder alles versoffen. Das könnte passieren, ich will dich nur vorwarnen, aber ist ja meine Show, ich entscheide, was passiert. Lassen wir die Quantentheorie mal außen vor. Das hier ist Deko, das Poop, was sucht das hier? Ich mein Poop, ja, okay, klar, aber... Ja, da war beim Together der China Brother schockiert. Man kann Häuser aus Scheiße bauen? Ja, kann man! Ach, herrliches Starbound. So, welche Objekte sind denn jetzt neu? Ah, das ist nicht so viel. Alles nach dem Poop, okay. Also das hatten wir wirklich noch nicht. Habe ich mir aber auch gedacht. Die Frage ist, ob wir irgendwann mal alle Rezepte, alle druckbaren Sachen beisammen haben, weil das sind ja tausende von Gegenständen, die man da finden kann. Wahrscheinlich verliere ich vorher ungefähr 5 Dutzend Mal den Überblick, was wir überhaupt schon haben und was noch nicht. Und dann baue ich zwischendurch noch ein bisschen was und dann ist das Chaos komplett. So, nun möchten wir das nette Körbchen einscannen, weil da bin ich mir sicher, das hatten wir noch nie. 3, 2, 1, meins. Sehr schön. So, also jetzt erstmal auf den Außenposten. Da müssen wir ja auch noch das Kelb holen und so, ne? Und auf der Farm abernten und. So, jetzt sind wir zeitlich schon über 1,5 Stunden. Du willst uns die neue Lizenz geben? Ja, danke schön. Klasse 5. So, ich will jetzt hier noch ein paar Aufträge. Oder muss ich dazu wirklich vielleicht erst den Kelb holen und erst dann geht's weiter, oder was? Kann natürlich sein. Jo. Sieht so aus, also hier hat keiner was. Okay, dann beamen wir uns zurück. Was hupfst denn du so, kleiner Wellensittich? Wieder zu viel Omega-3-Perlen genascht. Immerhin sind wir wieder ein paar Schritt näher an der Perfektion. So, um das 300 Kelb zu finden, da brauchen wir jetzt natürlich einen Ozeanplaneten. Ja, und eigentlich müssten wir auch schon wieder nach Kernfragmenten graben. Ich glaube, Ozeanplaneten gibt's bei Eccentric Stars, nicht bei Gentle Stars. Schauen wir mal, wie sieht's hier aus? Nee. Moderate Ocean. Ja, nehmen wir den einfach mal. Es geht schon. So, Sprit reicht ja noch eine Weile, denke ich. Schauen wir mal, hier hat man Flüssigkeiten. Ich wollte ja auch noch ein bisschen Lava und so ablegen. Ach ja, genau, und die ganzen Blöcke, die wir gesammelt haben, das sind ja nicht gerade weniger gewesen.
So, gut, abgelegt. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Erchus, das reicht. Wunderbar. Oh Gott, und Furzi riecht dran. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Huch, Killer-Lag. Kommt vor. Sind wir bald da? Wink mal aus dem Fenster, Wyatt. Oh, hallo, Universum. Hyperraumkanal, Wurmloch. Hallo. Ihr könnt meinen texanischen Arsch küssen. Oh. Na los, Bessie. Flieg in die Umlaufbahn ein und dann gehen wir planschen. Irgendjemand wollte doch auch Kokosnüsse. Jetzt weiß ich bloß nicht, haben wir die schon abgegeben oder noch nicht? Ich glaube, das war als Quest vor dem, das wir jetzt haben. Aber ich fäll zur Sicherheit einfach nochmal eine Palme. Können wir ja gleich wieder hinsetzen. Eine Flammenwerfer will ich in der Hand behalten. Legen wir halt doch nochmal das Kännchen ab. Und hier die Saplings, genau. Wie bei den Regenbogenbäumen kriegen wir hier halt immer nur einen Sapling raus, so wie es scheint. Also Palmen kann man nicht so leicht vermehren. Und ich glaube, die wachsen auch hier nur auf dem Sand. Die Pflanze ist ziemlich anspruchsvoll, die können wir nicht einfach auf Erde setzen. Nein, Gott bewahre. Ein paar mehr Kokosnüsse eingelagert zu haben, das kann auch nicht schaden. Dann können wir auch mal gucken, ob Furzi die mag. Aber die wären mir eigentlich fast ein bisschen zu schwer zu kriegen für Furzi. Weil ich will jetzt nicht einfach auf meinem Heimatplaneten hier noch Sand verstreuen, nur damit ich hier ein paar Palmen anbauen kann. Also das wäre mir persönlich fast ein bisschen viel Aufwand. Ach komm, ja, jetzt kommen die auch noch hier hoch, ich glaub's ja nicht. Blöde Drecksviecher! Ah, so eine Monsterklaue, ja, davon sollte man vielleicht auch noch einen kleinen Vorrat ansammeln. Weil von denen haben wir auch noch nicht viel. Okay, aber jetzt erstmal planschen. Wyatt, mach's wie die Moorleiche, halt den Atem an und lass dich treiben. Das war ein Nemo-Fisch. Ein Clownfisch, hallo. Wyatt dezimiert mal wieder die örtliche Bevölkerung, das ist typisch. Er kann keine Biosphäre in Ruhe lassen. Ah, da ist der Boden schon und da ist schon etwas Kelb. Sehr schön. Und das, was wir ausreißen, bauen wir auch gleich wieder an. Wir sind ja ökologisch nachhaltig. Also ich nicht, ich will einfach nur das Zeug haben. Ja, okay, dass Wyatt jetzt nicht viel von Umweltschutz und so weiter hält, das ist ja nichts Neues. Er wird wahrscheinlich sogar den Trump wählen. Ja, das... Aber darüber streite ich besser nicht mit ihm, weil es hat ja eh keinen Sinn. Ach genau, und ich habe ein Bild gesehen, wo ich hier jetzt hier gerade diese interessante Unterwasserruine da sehe. Es sind ja die ersten Bilder von Hilottl-Städten veröffentlicht worden. Ich glaube, die ersten kann man vielleicht auch sogar schon finden. Bin mir nicht ganz sicher. Hat irgendwie so ein bisschen einen kleinen asiatischen Touch. Ich meine, die Hilottl, so wie wir sie kennengelernt haben, die stehen auch so ein bisschen irgendwie auf inneren Frieden, Ausgeglichenheit und so. Ich glaube, das spielt halt einfach auf die japanische Kultur an. Ja, und da bin ich auch mal gespannt, ob und wann wir welche finden. Ah, und ich habe ja gesagt, ich muss Wasser mitnehmen, genau. Wir werden zwar noch ein bisschen in der Kiste haben, aber wenn wir hier doch Erzeugerabfüllung und so weiter, ne? Da ist Eis hier unten, echt? Jetzt habe ich reingegraben, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte ja nur mal sicher gehen, ob das wirklich Eis ist. Und tatsächlich, unter dem Ozean ist Eis. Interessant auch der Hintergrund hier. Da wächst ja noch viel mehr Kelb. Wieso können wir da nicht buddeln? Wieso können wir den Kelb von da nicht mitnehmen? Ah, Titanium, das reizt mich an. Ach komm. Aber das, also Materialien sammeln, das können wir wirklich später doch noch machen, oder? Das muss jetzt nicht sein. Oh, was kommt denn da? Das Äquivalent zu Heidi Klum. Brrr, es ist so dick. Na super, wir kriegen ein Stück Fisch. Immerhin. Vielleicht können wir da ein paar Sushi-Rollen draus machen. Ich liebe Sushi. Habe ich aber schon mal gesagt. Ach, sogar während dem Schwimmen können wir den hier so rotieren lassen, den Speer. Das finde ich einfach geil. Aber hier kommt kein Kelb mehr, weil jetzt hier einfach Eis ist. Das ist wohl ein Mini-Biom, oder wie? Dafür zieht sich's aber schon ziemlich lang. Oh, holla. Bauen wir uns doch auch mal da unten rein. Schauen wir mal. Das ist so eine Leuchtepflanze da. Hä? Und ein bisschen Gold. Ja, aber nehme ich gern mit. Na, komm schon. Ach, okay. Diamant. Ja, ich meine, ich muss jetzt auch nicht unbedingt die ganzen Pötte hier durchsuchen. Meistens kriegt man da ja nur eine Handvoll Pixel. Für eine Handvoll Pixel ein Weltraum-Western mit Wyatt's Love.
Hishi It Kelp geht mit. Ach ja. Den Reim kennt ihr bestimmt auch, ne, wenn ihr schon Englisch in der Schule hattet. Und das wird ja teilweise heute schon in Grundschulen gelehrt, ne? Ich meine, ich hätte mich früher ehrlich gesagt als Grundschulkind drüber gefreut, weil ich habe früher schon so viele englische Adventures mit Texteingabe gespielt, ne? Da hätte mir das manchmal geholfen. Ich habe einmal meinen Vater so arg genervt und immer nach der Übersetzung gefragt, dass er mir mal die englischen Spiele mit Texteingabe weggenommen hat. Ich meine, ich wollte doch nur weiterkommen. Aber immerhin dadurch habe ich recht frühzeitig viel Englisch gelernt. Also die Klassenkameraden hatten noch nie was davon gehört und ich konnte eigentlich begrüßen, ich konnte Tschüss sagen. Ich wusste, was Mülleimer heißt und so weiter. Ich weiß, was eine Flasche ist auf Englisch. Also das habe ich schon in der Grundschule in der ersten, zweiten Klasse dann gekonnt. Und warum? Weil die Spiele mich motiviert haben dazu auch. Na, ist ja aber immer, bei Computerspielen lernt man nichts. Das ist ja blöd, das ist sinnlos. Ach ja. Na okay, aber mittlerweile sind die Computerspiele auch recht salonfähig, würde ich fast sagen. Wir haben Wasserballons gefunden. Ist das nicht schön? Benutzen wir als Wasserbomben. Okay, gleich haben wir auch genug Kelp. Eine Mission, die wir dann hoffentlich nicht so schnell wieder wiederholen müssen. Wir hatten bei weitem mehr als genug Wiederholung mit den Kernfragmenten. Was dann an Zeplings übrig bleibt, die können wir uns ja aufheben. Ja, einer, okay. Einer macht den Kohl nicht fett. Vor allem nicht den Helmut Kohl. So, okay, die ganzen Waffen hier will ich ja eigentlich verkaufen. Dann können wir auch gleich mal noch ein bisschen was einräumen. Hier den einen Fisch. Jo. Kokosnüsse haben wir jetzt 15 Stück. Hier war die Kiste mit den seltenen Baumaterialien. Gut, haben wir jetzt schon zwei Knaller. So, gut. Wasserbomben hatten wir schon mal. Sehr schön. Okay, dann ab auf den Außenposten, das abgeben. Und mal gucken, was dann kommt, ne? Hallo Leute, wie geht's euch denn? Ja, die hüpft vor Freude, das finde ich gut. So, wer von euch wollte das Scheißzeug? Wo läufst denn rum? Ich hab's dabei, aber wo bist du? Arr! Ah, da. Das mit den schönen drei roten Augen. Ah, dann fühlst du dich beleidigt, weil du nicht in alle Augen guckst, ne? Okay, jetzt hätten wir das Strahlungsimplantat, das wir aber schon hatten. Ah, hier kommt eine neue Mission. Das ist doch jetzt das mit der Party, ne? Dura-Steel-Armor müssen wir bringen. Okay, haben wir irgendwann noch rumfliegen? Sonst noch eine Mission oder war's das jetzt? Oder hat er hier hinten schon wieder was? Nee. 64 Diamanten müssen wir noch nicht ausgeben. Gut. So, okay. Beam to ship. Und wehe, es materialisiert uns den Hintern wieder verkehrt rum dran. Okay. Da müssen wir gucken, wo wir unseren Durasteel-Armor haben. Jetzt weiß ich gar nicht, was war ein Durasteel für eine Rüstung? Was musste man da für eine nehmen? Ach, das Halogen-Pack wollte ich ja auch mal versuchen. Im Vergleich zum Stern, wie viel das bringt, aber das kostet ein Upgrade-Modul. Die will ich mir ja aufheben für die Bessie im Moment. Eine Durasteel-Rüstung. Welche ist das? Bandit ist Steel. Sparrow ist was Zusätzliches. Outlaw ist Titanium. Kacke, an welchem Tisch war das denn, das Durasteel? War das schon hier? Nee. Wo ist Durasteel? Oder habe ich das im Moment nicht drin, weil ich die vorigen Rüstungsteile, noch nicht gebaut habe? Ja, das liegt am Update. Da müssten wir halt von klein auf nochmal anfangen. Noch mehr Ressourcen raushauen. Wir sind ja gerade eh schon dabei. Nee, das will ich später machen. Dann gucke ich halt, ob ich es jetzt hier zufällig finde. Sheriff's Head. Ja, ist das Durasteel oder nicht? Wir werden es sehen. Da muss ich aber rausfinden, wo die restlichen Sheriff-Sachen sind. Sombrero war was anderes, ne? Ach, hier kommt's. Gambler's Head. Man muss es einfach nur hochheben. Und dann kriegt man es schon. Okay, da muss ich alles mal einsammeln. Und dann wird das vielleicht. Bloß, wo sind jetzt die ganzen Rüstungsteile, ne? Okay. Bandit Head. Deputy's Head. Ich nehme es einfach jetzt mal alles an mich, dann kann ich es vielleicht auch besser einsortieren später. Dann hätten wir da zumindest mal wieder ein bisschen Ordnung.
Oh, hauerha, liebe Leute. Also das war ja jetzt eigentlich schon anstrengend genug, die Kernfragmente da einzusammeln. Und jetzt müssen wir eigentlich gerade nochmal das Gleiche machen. Und Diamanten. Und dann mit den ganzen alten Rüstungen, da müssten wir auch mal gucken. Ja, wir haben ja eben gesehen, das Hochheben, das hat geholfen. Da sind die neuen Rezepte gekommen. Also die neuen alten Rezepte für die Rüstungen. Und wahrscheinlich wird auch weiterhin noch ein Schiffsupgrade vor uns liegen, das wieder entsprechend kostet. Brrr. Ich hätte ja gerne in der Zwischenzeit schon längst mal wieder an der Ranch weitergebaut, aber ja, das geht im Moment halt vor. Der Kurs steht fest, das nächste Mal geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.